Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 961 gelandet und mir ist ein Zuordnungsfauxpas passiert. Ich muss zugestehen, es gibt nachher noch ein Gerät, das es tatsächlich auch für die Xbox und die PlayStation dementsprechend gibt für den Landwirtschaftssimulator 2019. Die anderen Sachen leider nicht, aber das sage ich gleich nochmal extra an. Das wird bei einem LKW sein. Die Gebäude, die wir jetzt hier sehen, das sind nämlich zwei Stück, das sind auch zwei einzelne Mods, die gibt es dementsprechend nur für den PC. So, wir haben hier einen Garagenbereich und wir haben hier noch einen Garagenbereich. Und das Erschreckende ist, dass das Ganze aus Garagenbereichen besteht. Wollen wir das hier auch aufmachen? Ne, sieht nicht so aus. Oder hat einen extra Schalter? Ich weiß es nicht. Guck mal, ich mache jetzt hier die Seitentüren gerade alle auf. Ihr seht schön, die klappen hier elementmäßig schön nach oben. Das ist also alles super. Hier haben wir eigentlich auch eine, aber da haben wir den Schalter wohl innen für. Ach so, das war Licht draußen oder Flutlicht oder das sah aus wie Licht. Habe ich das jetzt an oder ausgemacht? On. Ja, das ist das Flutlicht für draußen, was man hier anschalten kann. Sehr schön. Gucken, ob es noch irgendwelche anderen Lichtschalter gibt. Hier haben wir auf jeden Fall auch noch mal einen Lichtschalter. Das sind die Hauptlichter an. Das ist hier drinnen auf jeden Fall. Hier hat man anscheinend auch noch einen Bereich, auf dem man hoch kann. Genau, hier haben wir noch ein Dachbodenzwischenstück. Das ist auch schon sehr schön gelöst. Hier steht Open Door und da klappt es auch noch außen auf. Gucken wir mal, ob es jetzt hier auf der Seite hier auch funktioniert. Sehen einen Grund, bekomme ich hier nur die Lichter. Aber nicht das Tor. Aber das Tor auf der Seite hier funktioniert auf jeden Fall. Warum es auf der Seite jetzt nicht funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe da wenigstens keinen Trigger gekriegt. Von den Texturen her sieht das alles ganz okay auch. Aus die Holzbalkengeschichte oder sowas. Wenn die Nase direkt draufstupft, ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber sonst seht ihr selber, das sieht schon ganz ordentlich aus. Die Flutlichtanlage gilt halt übrigens immer für beide Seiten. Das heißt also, wenn ich hier vorne das Flutlicht anschalte für die Außenfläche, dann ist es hier dementsprechend auch angeschaltet. Ne? Und hier gibt es dann auch nochmal die passenden Lichtschalter überall. Ja, das ist nochmal eine Garage. Da kann man was mit anfangen. Noch mit Zwischenboden, alles so, wie man es möchte. Und auch selbst die Seitentür geht auf. Das ist auch schön. So, okay, das war dann also Mod Nummer 1. Ich zeige die Hallen gleich mal zusammen, deswegen fangen wir jetzt gleich erst mit der nächsten Halle hier an. Auch hier haben wir dann diesmal dann große Tore, richtig schön mit Seitenpoller, damit man nicht gegenfährt. Hier mache ich jetzt auch mal nur eins auf. Ihr seht hier schön eine Innenumrandung extra, falls man irgendwo gegenfährt. Das Ganze auf einem riesigen Balkensystem beruhend. Ja, und das ist das Zwischenteil, was dann einfach mit Platten gesetzt ist, wie ihr hier seht, wo die Halterung dran ist für die Tore. Ja, das ist eine etwas größere Garage hier. Wir haben hier an der Seite auch einen Lichtschalter. Schädigen wir auch nochmal. Ihr seht hier, sind die Leuchtstoffröhren an. Ja, also zwei schöne Garagensysteme, je nachdem, wem was gefällt oder wer was in welcher Form gebrauchen kann. Ne? Warum nicht? Das sieht doch alles gar nicht mal so übel aus, muss ich sagen. Ja? Wir gucken uns das Ganze mal im Shop an. Da brauchen wir dann nur auf Platzierbares gehen. Nummer 1, seht ihr, ist die 5-Türer-Variante. Die liegt bei 195.060 am Tag. Das ist natürlich schon mal ganz ordentlich, muss man sagen. Muss man natürlich selber wissen, was man daraus machen möchte. Und wir haben dann einmal unter Hallen noch das andere gute Stück. Das liegt bei 45.000 und dann auch dann bei 60 am Tag. Von der Größenordnung her würde ich sagen, ist hier sogar fast mehr Platz drin und auch etwas größere. Das ist eindeutig eher die Schnäppchen-Variante. Ne? Wie gesagt, hier vielleicht ein bisschen anders gebaut mit dem Sockel, den ihr hier unten seht. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus, alles. Aber wie gesagt, das ist immer jeweils Geschmacksfrage. Müsst ihr halt sehen, ob ihr mehr auf das Holzgebaute steht oder ob mehr auf die Metallplattengeschichten. Ganz eure Entscheidung. So, dann hüpfe ich mal durch und zwar hier rüber und wir schauen uns mal hier drüben den Hänger an. Damit werden wir jetzt mal anfangen. Ja, ihr seht es auch schon dran stehen, Rekord, schön mit dem Logo, allen drum und dran.
Ihr seht auch hier, Texturen und sowas sind auf dem aktuellen Stand. Die Anschlussgeschichte sind da, wir haben schöne Reflektorengeschichten. Den Aufbau habe ich hier oben dran gesetzt, den muss man nicht haben, den kann man daran setzen. Ne, hinten auch nochmal Rekord, ne? Gelb 222, okay. Also wie gesagt, alles sehr ordentlich aus, Ausgleichsbehälter, allen drum und dran. Ne, wir haben hier noch die Leiter und sowas dran. Sehr schön gemacht. Ich hüpfe auch eine Runde rein und demonstriere mal den Abkippmechanismus. Da sieht man auch schön, wie die Hydraulik hier hinten arbeitet. Ne? Und die Hebehydraulik auch. Ich klappe nochmal zu. Hier ein bisschen dichter dran. Ihr seht es hier nochmal etwas deutlicher. Da wird dann schön die Hydraulik rausgedrückt und dann, ja, der Zylinder. Und dann seht ihr, wie das Ganze dann wieder geschlossen wird. Also ein sehr schöner Hänger. Anhänger, wollte ich natürlich sagen. Wir gehen mal in den Bereich. Anhänger, gehen nach hinten durch. Da haben wir die Rekordvariante. Wir haben erstmal die Möglichkeit, die Hauptfarben in Blau, John Deere Grün, Grün, ne, Fendt Grün und Schwarz zu setzen. Also je nachdem, wie ihr es gerne hättet. Wir hätten auch die Reifenvarianten zwischen Nokian und Michelin wählen können. Und bei Michelin haben wir auch noch zwei verschiedene Typen. Und die Designvariante ist halt einmal mit Leiter und einmal mit dem Shot vorne oder mit beidem. Und das ist die ganze Variante. So einfach ist es. Wir sind bei 16.200 Liter. Was den Preis hier eindeutig sowas von gar nicht rechtfertigt. Ne? Ich weiß jetzt nicht, was daran noch so besonders sein soll, dass der 89.000 kosten darf. Ne? Der dürfte eigentlich gerade 29.000 kosten. Ob oder warum er so viel kostet, wenn ihr es wisst, schreibt es lieben gerne im Kommentarbereich. Würde mich interessieren, aber so ist es irgendwie komisch, finde ich. Ne? So, das war die Mod und dann kommen wir zu der letzten Mod für heute. Und die ist jetzt leider sozusagen in die Mischfolge geraten. Weil das ist eine Variante, die gibt es halt auch für die PlayStation 4 und für die Xbox One Spieler, die dementsprechend den Landwirtschaftssimulator damit spielen. Eine witzige Geschichte, es ist ein Modulsystem und ihr seht hier, wenn das Ganze aufliegt, dann wird der Träger, der das Ganze hält, hier schön auf dem Reifen, der ist schon ein bisschen kaputt gegangen dabei, auf den Betonsockel gesetzt. Wir haben hier zwei Auflagen, die habe ich ein bisschen dicht beieinander gesetzt, das gestehe ich zu, deswegen überlappt das hier ein bisschen. Das eine hier ist die Kipper-Variante und das andere hier ist die Pritschen-Variante. Unter der Pritschen-Variante stehen wir auch drunter. Ne, ihr seht es selber schön, kratzt die Schilder, steht alles dran. Und wenn ich jetzt hier die drücke, dann seht ihr, plupst das einmal runter und dann ist es drauf. Wenn ich hier F1 drücke, seht ihr selber, das ist die Pritschen-Version. Wenn ich die mittlere Maustaste gedrückt halte und nach hinten meine Maus bewege, also zu mir nachher ziehe, dann geht die Klappe hinten auf. Und wenn ich das zur Seite mache, nach links, dann klappt es auseinander und nach rechts, dann klappt es wieder hoch. Das ist schon mal sehr schön gemacht. So kann man ihn beladen. Man hat ganz normal die Spanngurte. Ihr seht selber, es ist keine Autoload-Funktion, aber es ist halt Modulsystem. Ihr könnt halt hier einmal schön Palettengeschichten dann bewegen. Ne? Und wenn ich jetzt hier mal losfahre, ne, seht ihr, funktioniert alles einmal frei. Fallen jetzt hier mal so ein Stückchen davon ab. So. Koppel das Ganze ab. Jetzt seht ihr, dann bilden sich die Dinge automatisch. Und dann fahren wir hier nochmal drunter. So. Und dann haben wir hier eine Abkippvariante. Ne, geht allerdings hinten nur die Klappe auf. Ist jetzt kein Hydraulikpart. Ups, falsche Taste. Kein Hydraulikpart oder sowas. Ihr seht schön. Verriegelung und alles ist da. Ne? Und was ich auch sehr schön finde, das demonstriere ich jetzt hier nochmal beim Einsteigen und bin auch mal kurz ruhig bei, ist die Geräusche beim Einsteigen. Ne? Kommt alles sehr gut rüber. Wir machen mal den Lichttest. Da seht ihr nach vorne schön das gelbliche Licht, Zusatzsteuerung, da nochmal extra ein drinne. Hinten das Licht funktioniert auch einwandfrei. Blinker seht ihr, funktionieren auf beiden Seiten. Das ist schon mal sehr schön. Der Innenbereich sieht schön und ordentlich aus, kann man nichts anderes sagen. Hier auch, ne, mit der Leiste drum und sowas, also sehr schön gemacht und eingefasst. Ja, ist natürlich ein sehr klassisches Gerät, deswegen eher so die normale klassische Variante. Wir haben hier die Innenbeleuchtung, das stellt auch dann gleichzeitig eine der Lampenstufen dar sozusagen. Wenn wir den Motor anmachen, sehen wir schön, wie die Kontrollleuchten das angehen. Und wenn wir dann Licht anmachen, dann sehen wir, wir haben über das im Tachometerbereich über der 60 die grüne Kontrollleuchte fürs richtige Außenlicht, dass es an ist. Ne, man hat da nochmal eine zusätzliche Leuchte. Sieht also alles sehr gut aus. Ne? Ich mache das Ganze jetzt mal so wieder aus.
mache auch mal Licht aus, dann gehen wir noch mal rein. An zusätzlichen Steuerungen, seht ihr selber, haben wir jetzt hier so nichts. Ich könnte die Kippseite dementsprechend noch auf links setzen, hier zum Beispiel. Das ist machbar, und wenn ich dann das Ganze abkippe, seht ihr selber, eine Hydraulikfunktion kommt nicht, aber die Klappen gehen in die Richtung auf. Ne? Das ist der Trick dabei. So, ja, wenn ich hier schon mal drinnen sitze, ne, schön mit Außenfeuerlöscher, allen drum und dran, sieht also sehr gut aus von den Texturen hier, auch wenn man hier so reinguckt, wirkt nicht wie das Neueste, aber das soll es ja auch nicht sein. Ist ja auch ein klassisches Gerät mehr. Und dann würde ich sagen, wir drehen einfach mal kurz eine Runde mit. Bremsleuchten funktionieren, und ja, es ist auch eine Rückfahrleuchte dabei. Also sehr schön gemacht, so das Ganze. Ja. Da sieht man es nochmal, falls man es gerade nicht gesehen hatte. So, ja. Sehr schönes Gerät, kann ich anders sagen. So, und mit dem Blick auf dieses sehr schöne Gerät ahnt ihr es bestimmt. Genau, wir sind am Ende der Folge für heute. So schnell geht's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis morgen.